Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Was hat es mit der Vereinigung Europas auf sich? Was ist die Bedeutung der Tatsache, dass zum Beispiel in kurzer Zeit jetzt offensichtlich der Vertrag von Lissabon ratifiziert werden wird von allen Mitgliedstaaten und dass es bald einen europäischen Präsidenten geben wird und andere hochrangige Persönlichkeiten werden wichtige Positionen erhalten? Wussten Sie, dass alle diese Entwicklungen bereits vor Tausenden von Jahren in der Bibel prophezeit worden sind? Bevor Sie dies als lächerlich oder unsinnig abtun, hören Sie sich einmal die heutige Predigt unvoreingenommen an. Und Sie werden erstaunt sein, wenn Sie die Fakten erfahren über das, was in der Bibel geschrieben steht. Ich würde es ein wenig wie eine Mystery Novel aufziehen. Mit anderen Worten, ich fange mit einer Stelle an, im Neuen Testament, die quasi schon ein wenig hindeutet auf die Jetztzeit und werde dann zurückgehen in andere Stellen in der Bibel, um zu zeigen, was mit dieser Stelle, die ich zunächst anführen werde, gemeint ist. Ich spreche hier von einer Stelle in der Offenbarung, im Buch der Offenbarung. Die ist ja von dem Johannes niedergeschrieben worden, dem Jünger, den Jesus ganz besonders liebte, dem er auch seine Mutter anvertraute am Kreuz. Und Johannes war im hohen Alter auf eine Insel, die Insel Patmos, verbannt worden, eine Kolonie für Strafgefangene. Und auf dieser Insel erhielt er viele Visionen von Gott. Es war Gott der Vater, der diese Visionen Jesus Christus weitergab, der sie dann durch einen Engel dem Johannes verkündete. Aber das Buch der Offenbarung ist in Symbolen geschrieben. Und man muss verstehen, was diese Symbole bedeuten. Nun, man kann das nicht verstehen dadurch, dass man einfach versucht, menschliche Ideen hineinzulesen, sondern die Bibel legt sich selber aus. Und wie wir das heute sehen werden, hat alles dies sehr viel zu tun mit der Wiedervereinigung Europas, die wir zurzeit beobachten. Schauen wir uns in Offenbarung Kapitel 13 einmal an, was Johannes in einer Vision sah. Offenbarung Kapitel 13 und angefangen in Vers 1. Da heißt es, ich sah ein Tier aus dem Meer steigen. Das hatte 10 Hörner und 7 Häupter und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße, und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Eine sehr merkwürdige Vision. Da sieht Johannes ein Tier und das Tier ist gleich einem Löwen, einem Bär, einem Panther. Es hat 7 Köpfe, 10 Hörner. Was ist damit gemeint? Und wer ist dieser Drache, der diesem Tier Kraft und Macht und seinen Thron gab? Nun, wir wollen kurz auf den Drachen eingehen. Der wird nämlich hier auch im Buch der Offenbarung bereits identifiziert. Und zwar in Kapitel 12. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 9. Da heißt es, es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen. Und seine Engel, die kennt man heute als Dämonen oder die Geister der Finsternis, die wurden mit ihm dahin geworfen. Das bezieht sich auf einen Versuch Satans und seiner Engel, Gott von seinem Thron zu stürzen im Himmel. Aber dieser Versuch ging fehl und so wurden also jetzt Satan und seine Engel zurückgeworfen auf diese Erde, wo sie heute noch herrschen. Und Satan gibt jetzt seinen Thron, seine Macht, seine Autorität, diesem Tier. Nun, was ist mit diesem Tier gemeint? Wie ich sagte, um dies zu verstehen, müssen wir die Bibel sich selbst auslegen lassen. Und dazu müssen wir zurückgehen ins Alte Testament, und zwar ins Buch Daniel. Nun, der Daniel, der war ja einer von den Jünglingen, die damals an den babylonischen Hof verschleppt worden sind, als Babylon unter König Nebukadnezar Juda zerstörte, vernichtete, in Sklaverei trieb. Und so war dann der Daniel und auch seine Freunde, die wurden dann als Sklaven an den babylonischen Hof gebracht. Aber der Daniel erhielt eine sehr große
privilegierte Stellung und seine Freunde im Übrigen auch. Sie haben alle von Daniel gehört, Daniel in der Löwengrube, wie er in die Löwengrube geworfen worden war und wie Gott ihn dann übernatürlich gerettet hat. Sie haben sicherlich auch von der berühmten Flammenschrift an der Wand gehört, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, als der König Belsazar, ein Nachfahre von Nebukadnezar, den Tempel oder die Gefäße des Tempels Gottes verunreinigt hat. Und dann kam diese Flammenschrift an der Wand und hat den Untergang von Belsazar und des Babylonischen Reiches verkündet. Sie haben vielleicht auch von den drei Jünglingen gehört, die Freunde von Daniels im Feuerofen, die sich geweigert hatten, ein Standbild Nebukadnezars anzubeten. Und die wurden dann in diesen Feuerofen geworfen und Gott hat sie daraus errettet. Aber wussten Sie auch, dass Daniel ein Prophet war? Das gesamte Buch Daniel gehört zu den Propheten des Alten Testamentes. Und so hat Daniel auch prophezeit. Nicht aufgrund seiner eigenen Erkenntnis, sondern er hat prophezeit, was Gott ihm eingab zu prophezeien. Und so lesen wir über eine solche Prophezeiung im Buch Daniel im zweiten Kapitel. Und wenn wir uns jetzt diese Stelle ansehen, zunächst einmal, denken wir immer wieder an das Tier in Offenbarung 13, denn wie wir sehen werden, steht alles dies im Zusammenhang. Nun, im zweiten Kapitel von Daniel lesen wir, dass der König Nebukadnezar einen Traum hatte. Und wie wir sehen werden, hat er sich so Gedanken gemacht, was so in seiner Zukunft und in der Zukunft nach seinem Tode geschehen würde. Und er hatte einen merkwürdigen Traum. Es war dies eine Eingebung Gottes, wie wir noch sehen werden. Und er wollte jetzt wissen, was dieser Traum bedeutete. Und er hat jetzt alle seine Astrologen und Wahrsager und Chaldäer und so weiter zu sich gebracht und wollte von denen jetzt wissen, was zunächst einmal der Traum war und dann die Bedeutung. Und die Chaldäer, die Wahrsager, die Astrologen, die Zeichendeuter, man könnte heute sagen, diejenigen, die ihnen das Horoskop lesen und so weiter, die waren nicht dumm, die sagten, ja, also sag mir den Traum. Und wenn du uns den Traum gesagt hast, dann sagen wir dir die Bedeutung. Aber der Nebukadnezar, der war auch nicht dumm. Der wusste ja, wenn ich denen den Traum sage, dann kommen die mit irgendeiner Erklärung daher. Nein, um zu sehen, dass auch die Erklärung richtig ist, will ich, dass die mir zunächst einmal den Traum sagen, was ich geträumt habe. Und dann die Bedeutung. Wie auch heute, wenn sie zu einem Wahrsager gehen würden, was ich natürlich keineswegs befürworte, der wird ihnen dann irgendetwas erzählen, das so auf alle passt. Oder wenn Sie ins China-Restaurant gehen und da sich solche Cookies dann holen, die dann so einen Zettel in den Cookies haben, das passt auf alle. Horoskope passen auf alle. Das hat mit einer wahren Erklärung der Zukunft absolut nichts zu tun. Nun, die Wahrsager hier im Buch Daniel, die konnten natürlich den Traum nicht deuten. Oder zunächst einmal, die konnten dem Nebukadnezar nicht einmal sagen, was der Traum war. Und der Nebukadnezar wurde sehr erbost, dass er sagte, okay, ich werde alle Wahrsager, alle Propheten im Lande töten, wenn mir nicht jemand mitteilen kann, was der Traum war und was die Bedeutung des Traumes war. Nun, der Daniel hatte bereits auch den Ruf erhalten, ein Prophet zu sein. Und so war natürlich auch sein Leben bedroht. Und so hat Daniel jetzt zu Gott gebetet und hat ihn gebeten, ihm nicht nur die Bedeutung des Traumes zu verkünden, sondern auch, was Nebukadnezar geträumt hatte. Und nun schauen wir uns einmal an, was Nebukadnezar geträumt hat, denn Gott hat in der Tat Daniel dies kundgetan. In Daniel Kapitel 2 fangen wir an zu lesen in Vers 29. Da heißt es, du, König, dachtest auf deinem Bett, was dereinst geschehen würde. Und der Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Es ging also hier um die Zukunft. Und nun lesen wir weiter in Vers 31. Du, König, hattest einen Traum. Und siehe, ein großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes, Vers 12, war von feinem Gold. Seine Brust und seine Arme waren von Silber. Sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer. Seine Schenkel waren von Eisen. Seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Vers 34. Da sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden, der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmten sie. Und da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt füllte.
Auch das war wieder eine sehr merkwürdige Vision, ein sehr merkwürdiger Traum, der natürlich durchaus eine Erklärung bedurfte. Und jetzt gibt Daniel die Erklärung. Und denken Sie immer wieder an die Vision des Johannes in Offenbarung 13. Wir lesen weiter in Vers 36. Das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Er sagt, nun wollen wir die Deutung sagen. Und er war allein, aber er bezog sich auf die Tatsache, dass es Gott war, der ihm diese Deutung offenbart hatte. Vers 37. Du König bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat. Und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Feld und die Vögel unter dem Himmel, in die Hände gegeben und dem er über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. Also hier wird bereits identifiziert, wer das goldene Haupt ist. Der König Nebukadnezar, oder man könnte sagen, das babylonische Reich. Denn vielfach wird der König und das Königreich in gleichem Maße gebraucht. Wir sehen dies im nächsten Vers, Vers 39. Und nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines. Danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Und das vierte wird hart sein wie Eisen. Denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlingt oder zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Also hier werden vier Weltreiche beschrieben. Babylon war das erste. Es würden noch drei weitere kommen. Und dann wird noch etwas weiteres gesagt in Vers 41. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein, doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen und Ton vermengt. Vers 42. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Und dann sagt er uns in Vers 44, worauf dies alles hinausläuft. Und zur Zeit dieser Könige, wie wir noch sehen werden, dieser zehn Zehen, wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Vers 45, wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. So hat der große Gott dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Nun, gleich gesagt, wer wird in der Bibel immer wieder als der Stein oder der Fels beschrieben? Der Fels des Anstoßes, der Stein des Widersinns. Nun, Jesus Christus. Er ist der Fels, das Fundament, auf dem die Kirche gebaut ist. Und wir lesen auch im Buch Jesaja, dass das Reich Gottes mit einem großen Berg verglichen wird. Und so sehen wir hier in dieser symbolischen Formulierung, dass es Jesus Christus ist, der zurückkommen wird zur Zeit der letzten zehn Könige, dieser zehn Zehen. Und zu diesem Zeitpunkt wird er diese zehn Zehen zermalmen und wird das Reich Gottes hier auf Erden errichten. Nun schauen wir uns an geschichtlich zunächst einmal, was geschehen ist. Wir haben bereits gesagt, dass in diesem Standbild das goldene Haupt Nebukadnezar symbolisierte. Aber was ist jetzt zum Beispiel mit diesem zweiten Reich, das folgen sollte, das in diesem Standbild durch Brust und Arme aus Silber repräsentiert wurde? Nun, in Daniel Kapitel 5 wird uns gezeigt, wer das babylonische Reich ablösen würde. Und zwar würde es durch die Meder und die Perser geschehen. Mit anderen Worten, die beiden Arme aus Silber in diesem Standbild. Schauen wir uns dies in Daniel Kapitel 5 einmal näher an. Daniel Kapitel 5, angefangen in Vers 25. Das war zu der Zeit, als
Daniel jetzt bereits ein alter Mann war und ein Nachfahre Nebukadnezars, eigentlich ein Enkel, der Belsazar, der hatte jetzt Gott sehr versucht, indem er die goldenen Gefäße aus dem Tempel Gottes, den sie aus Jerusalem geholt hatten, oder vielmehr diese Gefäße hatten sie aus Jerusalem geholt, er hat die also jetzt verunglimpft und hat die zum Spott gemacht und hat damit Götzen anbeten wollen und hat ein großes Saufgelage veranstaltet. Und jetzt kam diese Flammenschrift an der Wand. Und jetzt kommt der Daniel, um zu erklären, was es mit dieser Flammenschrift auf sich hat. Und da heißt es in Vers 25, dass Daniel sagt, so aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Das berühmte Mene, Tekel. Und sie bedeutet dies. Mene, das ist, Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Und genau so ist es auch gekommen. Es heißt in Vers 29, da befahl Belsazar, dass man Daniel mit Purpur kleiden sollte und ihm eine goldene Kette um den Hals geben. Und er ließ von ihm verkünden, dass er der Dritte im Königreich sei, denn das hatte er dem Daniel gesagt, wenn du mir die Deutung geben kannst, dann wird dir das widerfahren. Vers 30, aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. Und jetzt lesen wir Kapitel 6 und Vers 1. Und Darius aus Medien übernahm das Reich, als er 62 Jahre alt war. Aber dieser Darius oder die Meder würden nachher von den Persern verdrängt werden. Und wir kennen ja Cyrus und Xerxes und all diese bekannten und berühmten Perserkönige. Wir haben also bereits das Zweite Reich aus diesem Standbild identifiziert. Was hat es jetzt mit dem Dritten Reich auf sich, das in diesem Standbild durch Bauch und Lenden aus Kupfer beschrieben wurde? Nun, auch das wird uns in Daniel Kapitel 8 klar und deutlich identifiziert. In Daniel Kapitel 8 wird über eine weitere Vision geschrieben, die der Daniel hatte. Und da sieht er einen Ziegenbock, der rasend schnell vom Westen her über die ganze Erde dahin stürmt. Und dann einen Widder trifft, der zwei Hörner hat. Und dieser Ziegenbock zertritt den Widder und zerbricht seine beiden Hörner. Auch das ist symbolisch. Was ist damit gemeint? Nun, Daniel Kapitel 8 und Vers 20 sagt uns Folgendes. Daniel Kapitel 8 und in Vers 20. Der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, bedeutet die Könige von Medien und Persien. Also hier wird mit dem Widder ganz klar das Zweite Reich identifiziert. Das Reich der Meder und Perser. Wer ist dann der Ziegenbock? Offensichtlich das Dritte Reich, das also jetzt den Widder zermalmt, zerstört, vernichtet. Und wir lesen in Vers 21 dann auch, wer dieser Ziegenbock ist. Der Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Das große Horn zwischen seinen Augen ist der erste König. Mit anderen Worten, dieser Ziegenbock hatte ein ansehnliches Horn. Wir lesen auch darüber in Kapitel 8 von Daniel und in Vers 5. Da heißt es nämlich, Daniel 8 und Vers 5, und indem ich darauf Acht hatte, siehe, da kam ein Ziegenbock vom Westen her über die ganze Erde, ohne den Boden zu berühren. Mit anderen Worten, es wird die Schnelligkeit hier dargestellt, mit der dieser Ziegenbock die Erde dann unter sich, unter seine Macht brachte. Und es heißt hier weiter, und der Bock hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Und später, wie wir gerade gelesen haben, wird uns gesagt, dass dieses Horn der erste König, der erste wirkliche König dieses neuen Reiches sein würde. Mit anderen Worten, kein anderer als Alexander der Große. Hier wird also eine Prophezeiung zum Ausdruck gebracht, dass Alexander der Große derjenige sein würde, der König von Griechenland, der Medien und Persien besiegen würde, was ja auch geschichtlich geschehen ist. Nun, es geht aber hier noch weiter in dieser Vision, denn in Daniel Kapitel 8 und Vers 8 fährt es fort zu sagen, und der Ziegenbock wurde sehr groß. Und als er am stärksten geworden war, zerbrach das große Horn. Mit anderen Worten, Alexander der Große starb, wie wir wissen, mit sehr jungen Jahren
Vielleicht wurde er vergiftet, vielleicht hat er Selbstmord begangen. Auf alle Fälle war er verzweifelt, als er auf der Höhe seiner Macht war, weil er nichts weiter mehr erobern konnte. Die damalige Welt, die man eben damals so kannte, die war bereits in seiner Macht. Und er wurde da ganz betrübt darüber. Er konnte nichts weiter erobern. Es heißt aber dann, da zerbrach das große Horn. Und es wuchsen an seiner Stelle vier andere Hörner nach den vier Winden des Himmels hin. Nun, was ist damit gemeint? In Vers 22 lesen wir die Erklärung. Dass aber vier an seiner Stelle wuchsen, nachdem es zerbrochen war, bedeutet, dass vier Königreiche aus seinem Volk entstehen werden, aber nicht so mächtig wie er. Also, was uns hier gesagt wird, ist, dass nach dem Tode Alexanders des Großen das griechische oder das mazedonische Reich zerteilt werden würde in vier Abteilungen, in vier Reiche. Und das ist genau auch so geschehen. Denn nach Alexanders Tod wurde sein Reich unter seine vier Generäle aufgeteilt. Und ich gebe Ihnen jetzt mal die Namen und die Fakten und die Daten, aber es ist nicht unbedingt wichtig, dass Sie das alles behalten, nur um Ihnen den Überblick zu zeigen. Da war zunächst einmal Kassander. Kassander regierte Griechenland und Mazedonien. Dann war da Lysimachos, der regierte Kleinasien. Dann war da Seleukos, der regierte Teile von Syrien und Babylon. Und dann war da Ptolemäus, und der regierte Ägypten, Äthiopien, Judäa und auch Teile von Syrien. Denken Sie immer wieder an das Tier in Offenbarung 13, auf das wir noch zu sprechen kommen werden. Denn dieses Tier in Offenbarung 13 hat ja gewisse Charakteristika gehabt, wie wir uns erinnern werden. Das hatte Charakteristika von einem Löwen, von einem Bären, von einem Panther. Was hat das mit dem zu tun, was wir bislang gelesen haben? Und was hat das mit dem zu tun, was wir jetzt noch lesen werden im Buch Daniel? Eine ganze Menge. Wir haben bislang gesehen, dass in diesem Standbild, das der Nebukadnezar in seinem Traum sah, vier Reiche beschrieben werden. Drei Reiche sind bereits identifiziert worden. Das Reich Babylons, das Reich von Medien und Persien und das Reich von Alexander dem Großen. Das vierte Reich haben wir bislang noch nicht behandelt. Aber zunächst einmal kehren wir auf die Symbolik des Löwen und des Bären und des Panthers zurück. Und die findet sich nämlich auch erklärt im Buch Daniel, und zwar diesmal im 7. Kapitel. Kehren wir zu Daniel Kapitel 7 zurück. Wir sehen, das ist alles ein bisschen wie eine Mystery-Novelle aufgebaut. Aber sehr interessant. Daniel Kapitel 7 lesen wir in Vers 3. Denn hier hat nämlich Daniel auch eine Vision gehabt. In Vers 2 angefangen heißt es, ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht, eine Vision. Und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Vers 3. Und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer. Ein jedes anders als das andere. Nun erinnern Sie sich, dass im Buch der Offenbarung, es gab da nur ein Tier, aber das kam auch aus dem Meer. Hier kommen vier Tiere aus dem Meer. Schauen Sie sich an, wie die beschrieben werden. Vers 4. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Denken Sie an Offenbarung 13. Das Tier, das Johannes dort sah, das hatte die Merkmale unter anderem eines Löwen. Hier in Daniel 7, Vers 4. Das erste war wie ein Löwe, hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden und es wurde von der Erde aufgehoben und auf zwei Füße gestellt wie ein Mensch. Und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Nun, eindeutig wird hier auf Nebukadnezar angespielt. Zunächst einmal war das Wappentier Babylons der Löwe. Aber nicht nur das. Wir erinnern uns auch, dass Nebukadnezar wahnsinnig wurde. Dass der für 7 Jahre mit den Tieren gehaust hat, weil er sich überhob. Weil er gesagt hat, dies ist das große Babylon, das ich zu meiner eigenen Stärke und Macht erbaut habe. Und dann wurde er wegen seines Hochmuts bestraft. Aber nach diesen 7 Jahren wurde ihm das Reich zurückgegeben und er erhielt wieder ein menschliches Herz, einen Geist des Menschen, der kehrte zurück. Und so lesen wir hier, dass er, dieser König Nebukadnezar, der wurde wieder auf zwei Füße gestellt wie ein Mensch. Zunächst hatte er wie bei den Tieren gehaust und es wurde ihm ein menschliches Herz zurückgegeben.
Also hier ganz klar eine Anspielung auf Babylon. Das erste Tier mit dem Löwen verglichen ist identisch mit dem goldenen Haupt in diesem Traum, den Nebukadnezar gesehen hatte. Aber fahren wir jetzt vor, den Vers 5. Und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären. Denken wir daran, Offenbarung 13, das Tier, das Johannes dort sah, hatte die Charakteristika unter anderem eines Bären. Dieses zweite Tier war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Und man sprach zu ihm, steh auf und friss viel Fleisch. Andeuten, dass zunächst einmal Medien die Vorherrschaft haben würde, aber dann würde Medien durch Persien ersetzt werden sozusagen und die drei wichtigsten Könige von Medien würden dann fallen und untergehen. Und die Perser hatten dann die Oberherrschaft und waren dann auch mächtiger noch geworden als die Meder. Vers 6. Und danach sah ich und siehe ein anderes Tier gleich einem Panther. Das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken. Und das Tier hatte vier Köpfe und ihm wurde große Macht gegeben. Auch hier wiederum eine Anspielung natürlich auf Alexander den Großen, auf das mazedonische Reich und auf die vier Köpfe, die die vier Diadochen, die vier Generäle beschreiben, die nach dem Tode Alexanders die Macht des mazedonischen Reiches unter sich zerteilten. Auch hier eindeutig wiederum wird das dritte Tier aus diesem Standbild, das Nebukadnezar im Traum sah, verdeutlicht. Aber denken wir auch wiederum an das Tier in Offenbarung 13. Hier haben wir jetzt die Charakteristika. Wir haben die Charakteristika des Bären, des Löwen und des Panthers. Alles dies war in Offenbarung 13 vereinigt. Nun, das sind die drei Tiere. Aber wie verhält es sich nun mit dem letzten Tier? Denn es wird ja auch noch von einem vierten Tier gesprochen im Buch Daniel Kapitel 2 wurde von einem vierten Tier gesprochen. Hier wird auch von einem vierten Tier gesprochen. Und lesen wir dies in Daniel Kapitel 7 und in Vers 7. Und danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne. Beachten Sie dies, eiserne Zähne und fraß um sich und zermalmte. Und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Nun denken wir an das Tier in Offenbarung 13. Das hatte 7 Köpfe und 10 Hörner. Zählen wir die Köpfe. Ein Kopf des Löwen, ein Kopf des Bären, 4 Köpfe des Panthers und dann ein Kopf des vierten Tieres. Ergibt 7 Köpfe. Und dann hatte das Tier im Buch der Offenbarung 10 Hörner. Und hier sehen wir, dass dieses Tier, das vierte Tier, 10 Hörner hat. Wir sehen also hier auch bereits sehr deutlich, dass das Tier in Offenbarung 13 alle die vorhergehenden Tiere, die hier im Buch Daniel beschrieben werden, in sich vereinigt. Es hat die alle absorbiert. Aber was ist mit diesem vierten Tier gemeint? Zunächst einmal, wer sind diese 10 Hörner? Daniel 7 und Vers 24 sagt uns Folgendes. Daniel 7 und Vers 24. Die 10 Hörner bedeuten 10 Könige. Oder man könnte auch sagen Königreiche, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Nun, wie wir noch sehen werden, werden sie nacheinander, nicht zusammen, aber nacheinander aus diesem vierten Reich hervorgehen. Denn denken wir daran, es sollte nur 4 Reiche auf Erden geben. Und dann würde dieser Stein ohne Zutun von Menschenhand auf die Erde kommen und diese Reiche zermalmen. In Daniel Kapitel 7 und Vers 17 lesen wir die Bedeutung dieser 4 Tiere. Wir brauchen da gar nicht drüber zu spekulieren, was die bedeuten. Hier wird es ganz deutlich gesagt. Daniel 7 und Vers 17. Diese 4 großen Tiere sind 4 Königreiche. Also hier wird es ganz deutlich erklärt, die auf Erden kommen werden. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Und lesen wir jetzt auch weiter in Vers 18. Das haben wir gerade gelesen. Mit anderen Worten, es wird hier 4 Reiche geben, die auf Erden kommen würden. Die ersten 3 haben wir bereits identifiziert. Und zur Zeitpunkt des vierten Reiches
würden dann die Heiligen des Höchsten das Reich besitzen. Mit anderen Worten, wenn Christus zurückkommt, werden sie mit Christus dann im Reich Gottes herrschen werden. Aber was ist mit diesem vierten Reich gemeint? Nun, das wird nicht ausdrücklich im Buch Daniel identifiziert, jedenfalls nicht dem Namen nach. Aber es ist ganz eindeutig, was damit gemeint ist, wenn wir uns die Geschichte anschauen. Denn alle Geschichtsschreiber sagen uns, dass das griechische Reich von dem römischen Reich abgelöst wurde. Ich meine, das ist kein Geheimnis, jeder weiß das. Schauen wir uns dies einmal historisch gesehen an. Im Jahre 65 vor Christus machte Pompeius Syrien, das ursprünglich unter der Herrschaft des Seleukos war, der Seleukiden, zu einer römischen Provinz. Und im Jahre 72 nach Christus wurden die Seleukiden völlig von Rom entthront. Ihr Reich war total im Imperium Romanum aufgegangen. Ebenso nahm Rom auch Mazedonien und Griechenland ein, das ursprünglich von Kassander regiert worden war, sowie Ägypten, das ursprünglich von Ptolemäus beherrscht worden war, und auch das von Lysimachos beherrschte und verwaltete Kleinasien. Es ist also ganz klar, dass das griechische oder das griechisch-mazedonische Reich, das dritte Reich, von dem römischen Reich, dem vierten Reich in dieser Prophezeiung von Daniel, aufgegangen ist. Was ist jetzt mit den 10 Hörnern gemeint, die aus diesem römischen Reich hervorgehen würden, die ja in Daniel 7 beschrieben sind, die auch in Offenbarung 13 beschrieben sind? Nun, wir hatten ja bereits gelesen, in Daniel 7 und Vers 24, dass diese 10 Hörner 10 Königreiche oder Könige sein würden, die aus diesem vierten Reich auferstehen würden, hervorkommen würden. Diese 10 Hörner, die im Buch Daniel und auch im Buch der Offenbarung beschrieben sind, sind in der Tat 10 Wiederauferstehungen, Wiederbelebungen des alten römischen Reiches. Schauen wir uns kurz Offenbarung 13 jetzt an. Und in Vers 3, denn hier wird noch mehr über dieses Tier gesagt, dass als Johannes es sah, alle Merkmale der vorhergehenden Tiere in sich vereinigte. Als Johannes dieses Tier sah, das aus dem Meer kam, da gab es das babylonische Reich nicht mehr. Da gab es das medopersische Reich nicht mehr. Da gab es auch das griechisch-mazedonische Reich nicht mehr. Da gab es nur noch das vierte Reich, das römische Reich. Aber dieses römische Reich hatte all die vorhergehenden Reiche in sich vereinigt. Und nun lesen wir in Offenbarung Kapitel 13 und in Vers 3. Und ich sah eines seiner Häupter, mit anderen Worten das siebte Haupt, das Haupt des römischen Reiches. Ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet. Und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier. Nun, was geschah? Was ist mit dieser tödlichen Wunde gemeint, die geheilt wurde? Nun, im Jahre 286 nach Christus erlitt das römische Reich eine Spaltung. Und später gab es dann einen römischen Kaiser, der über Rom herrschte, und einen weiteren Kaiser, der über Konstantinopel oder Istanbul herrschte. Und dann lesen wir, dass im Jahre 409 nach Christus Rom von dem Goten Alaric geplündert wurde, sodass dann auch das weströmische Reich total zerbrach. Und wie wir alle wissen, ist ja der Untergang Roms im Jahre 476 nach Christus erfolgt. Die tödliche Wunde. Aber wir lesen hier, dass die tödliche Wunde geheilt werden würde. Und wir haben auch bereits gelesen im Buch Daniel, dass es zu 10 Wiederbelebungen dieses tödlich verwundeten römischen Reiches kommen würde im Laufe der Geschichte, bis hin zur Wiederkehr Jesu Christi. Auch hier wiederum wollen wir uns anschauen, was geschichtlich bislang geschehen ist und was prophetisch gesehen noch geschehen wird. Es wird uns gesagt, dass nach langen Kämpfen der Vandalenkönig Geiserich im Jahre 435 nach Christus einen Bund mit dem oströmischen Kaiser schloss, wodurch seine Herrschaft über das gesamte römische Reich legitimiert wurde. Aber völlig zur Macht kamen die Vandalen erst nach 476 nach Christus. Denn 476 nach Christus war der Zeitpunkt, wo Rom fiel.
Und dann haben die Vandalen danach die Herrschaft über Rom wieder bekommen und stellen von daher das erste Horn dieses Reiches dar, was in Offenbarung 13 beschrieben wird, des vierten Reiches, das in Daniel beschrieben worden ist. Die Vandalen stellen mit anderen Worten die erste Wiederbelebung des Römischen Reiches dar. Nach dem Tode Geisaris wurde Odoaker auf die Macht seiner herulischen Söldnerheere gestützt, vom oströmischen Kaiser zum König von Italien ernannt. Und der regierte dann über Rom bis so 493 nach Christus und stellt somit das zweite Horn aus dem Buch der Offenbarung, aus dem Buch Daniel, dar, die zweite Wiederbelebung oder Auferstehung des Römischen Reiches. Aber nach dem Jahre 493 nach Christus erlangten die Ostgoten die Macht über Italien. Ihr König Theoderich war vom oströmischen Kaiser heimlich beauftragt worden, die Macht Odoakers zu brechen. Wir sehen also, dass die Ostgoten, die 497 nach Christus offiziell vom oströmischen Kaiser als Herrscher über Italien anerkannt worden waren und die bis 554 nach Christus regierten, die dritte Auferstehung des Römischen Reiches darstellen. Mit anderen Worten, das dritte Horn. Nun, was geschah im Jahre 554 nach Christus? Da zog der Kaiser des Oströmischen Reiches, der berühmte Kaiser Justinian, in Rom ein, der Hauptstadt des Weströmischen Reiches. Und er vereinigte damit die beiden Teile des Römischen Reiches. Die waren ja in Ostrom und Westrom zerteilt worden. Diese Wiedervereinigung stellt die Heilung der tödlichen Wunde dar. Die Heilung des Falls von Roms, könnte man sagen. Denn diese tödliche Wunde war ja durch die Spaltung Roms im Jahre 286 nach Christus in Konstantinopel im Osten und Rom im Westen erfolgt. Und später hat sie dann natürlich zu dem völligen Untergang Roms im Jahre 476 nach Christus geführt, durch den Ansturm der Heruler unter Odoaker. Es war auch in der Tat der Fall, dass Odoaker den letzten weströmischen Herrscher Romulus Augustulus entthront hatte. Aber wir sehen nun, dass Justinian die Ostgoten, also das dritte Horn, vertrieb. Und er stellte auch eine Allianz mit der römischen Kirche her. Es oblag von nun an den Bischöfen der Kirche, örtliche Regierungsbeamte zu erwählen. Es ist nebenbei auch gesagt, dass interessant, dass die Frau von Justinian eine sehr gläubige Katholikin war und ihn dazu animiert hatte, auch durch Träume und so weiter, diese Wiederherstellung des Römischen Reiches dadurch zustande zu bringen, dass er in Rom einmarschieren würde. Nun, Justinian vertrieb die Ostgoten, also das dritte Horn, und stellt von daher nun das vierte Horn, die vierte Auferstehung des Römischen Reiches dar. Erinnern Sie sich, es waren zunächst die Vandalen, sodann die Heruler und sodann die Ostgoten, die ersten drei Auferweckungen oder Wiederbelebungen des Römischen Reiches. Nun haben wir bereits die vierte Auferweckung identifiziert durch den Kaiser Justinian. Was der Kaiser hier bewirkt hat, ist in die Geschichte eingegangen als die imperiale Restauration. Mit anderen Worten, er hat jetzt das Imperium restauriert. Er hat das Römische Reich, das Imperium Romanum, wiederhergestellt. Aber wir erinnern sich, wie sie sich daran erinnern, wird ja davon gesprochen, dass das Römische Reich 10-mal erneuert werden würde, bis hin zur Wiederkunft Jesu Christi. Was geschah als nächstes? Als nächstes geschah die Krönung Karls des Großen im Jahre 800 nach Christus in der Hauptstadt Aachen zum Weihnachtsfest. Und er wurde von dem Papst Leo dem Dritten zum Kaiser über Rom gekrönt. Er hat sogar auch einen Titel erhalten. Er war der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Heilig deshalb, weil jetzt die katholische Kirche in Verbindung stand mit diesen Wiedererweckungen. Das fünfte Horn, die fünfte Auferstehung des alten Römischen Reiches, war mit anderen Worten das Fränkische Reich unter der Dynastie der Karolinger. Und die Franken waren, je nachdem, wie man da jetzt glauben will, entweder
Vorfahren der Deutschen oder Vorfahren der Franzosen? Die Franzosen sagen, dass der Karl der Große ein Franzose war. Die Deutschen sagen, nein, der war ein Deutscher. Wie auch immer, er war der erste Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Im Jahre 962 wurde dann die Sachsenherrschaft unter Otto I. durch den Papst Johannes des 12. gebilligt. Nun, der Otto war ganz klar ein Deutscher. Und der Otto wurde nun zum römisch-deutschen Kaiser gekrönt. Und er wurde jetzt bekannt als der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Und er stellt somit das sechste Horn, die sechste Auferstehung des Römischen Reiches dar. Als ich damals in die Schule ging, selbst im Gymnasium, habe ich nie etwas von dem Heiligen Römischen Reich gehört oder dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Vielleicht ist Ihre Erfahrung eine andere. Aber ich hatte nie etwas davon gehört. Ich hatte gehört, dass man Geschichtszahlen auswendig lernen muss, wie bei 333, bei Issus Kalerei und so etwas. Aber der große Zusammenhang wurde mir damals nie beigebracht oder ich glaube auch nicht, dass der Lehrer, den wir da hatten, überhaupt eine Ahnung davon hatte, was der Zusammenhang war. Aber als ich diese Wahrheit dann erkannte, da wurde mir bewusst, wie die Bibel alles dies prophezeit hatte. Nun, heute hört man ein bisschen mehr von dem Heiligen Römischen Reich und dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation und man erinnert sich an Karl dem Großen, dass der natürlich in Aachen als Kaiser des Reiches gekrönt wurde und so weiter, aber damals in den 60er, 70er Jahren wurde da wenig von gesprochen. Nun, nach Otto erfolgte die große kaiserlose Zeit, die von 1254 bis 1273 währte. Und sie wurde sodann von dem Reich der Habsburger abgelöst, als im Jahre 1273 Rudolf von Habsburg als das siebte Horn die Krone empfing. Aber der Höhepunkt der Habsburger Herrschaft wurde unter Karl dem V. erreicht, der im Jahre 1530 nach Christus von Papst Clemens dem 8. gekrönt wurde. Dieses Reich, das bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts bestand, wurde dann von Napoleon mit Waffengewalt niedergezwungen. Im Jahre 1804 setzte sich Napoleon, der fast ganz Europa beherrschte, unter Papst Pius dem 7. die Krone auf. Nun, Sie erinnern sich vielleicht an diese Darstellung, dass auch wiederum zum Weihnachtstag der Papst kam und wollte den Napoleon zum Kaiser über das Römische Reich krönen. Aber der Napoleon hat dann die Krone dem Papst weggenommen und sich selbst aufgesetzt, um zu zeigen, dass er über dem Papst stand. Es war ja immer die ganze Zeit hindurch so ein Zwiespalt zwischen Staat und Kirche. Der eine wollte immer über dem anderen stehen. Gleichwohl wurde Napoleon klar und deutlich mit der Billigung der römischen Kirche zum Kaiser von Rom erklärt. Er stellt das achte Horn, die achte Wiederbelebung des Römischen Reiches dar. Das Reich existierte bis 1814. Nun, einige Geschichtsschreiber sagen uns, auch das existierte nur bis 1806. Aber die vergessen, dass Napoleon ja aus seiner Verbannung zurückkam und erst im Jahre 1814 bei der Völkerschlacht bei Leipzig von den Russen, den Österreichern und den Preußen besiegt wurde und zur Abdankung gezwungen wurde. Das ist interessant. Nicht 1806, sondern 1814 stellt das Ende der Herrschaft Napoleons als des Kaisers des Römischen Reiches dar. Das ist interessant im Hinblick auf eine Prophezeiung in Offenbarung Kapitel 13 und Vers 5. Offenbarung 13 und Vers 5, wo es heißt, dass diesem Tier ein Maul gegeben wurde, zu reden große Dinge und Lästerungen, und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. 42 Monate lang, nach der Heilung der tödlichen Wunde, sollte das Tier zunächst einmal herrschen. Warum ist diese Zahl von 42 Monaten interessant? Nun, 42 Monate stellen 1260 Tage dar. Aber in der Prophezeiung findet man häufig das Prinzip, dass man einen Tag für ein Jahr ansehen muss. Sie können dies nachher in einigen Stellen lesen, wie zum Beispiel in 4. Mose Kapitel 14 und Vers 34 oder auch in Hesekiel Kapitel 4 und Vers 6.
Ezekiel 4 und Vers 6 und 4. Mose 14, 34, ein wichtiges, interessantes biblisches Prinzip, dass man in der Prophezeiung einen Tag für ein Jahr ansehen kann. Von daher haben wir es hier nicht mit 1260 Tagen zu tun, sondern prophetisch gesehen mit 1260 Jahren. Nun, 1260 Jahre nach der Heilung der tödlichen Wunde im Jahre 554, als Justinian die Restauration des Römischen Reiches herstellte, bringen uns zu 1814, dem Jahr der Niederlage Napoleons. Also auch dies wurde ganz klar und deutlich in der Bibel vor fast 2000 Jahren vorausgesagt. Aber zwei Hörner fehlen noch, denn es sollten ja 10 Wiedererweckungen des damaligen Römischen Reiches erfolgen. Wer ist das 9. Horn? Nun, das 9. Horn beschreibt die Herrschaft, die kurzlebige Herrschaft, möchte ich mal sagen, die vergleichsweise unbedeutende Herrschaft, aber gleichwohl eine Herrschaft, die sehr viel Unheil angerichtet hat, von Mussolini und Hitler, die ja auch eine enge Zusammenarbeit erfuhren mit Papst Pius XII. Da gibt es viele Diskussionen, wie weit diese Zusammenarbeit gewährt hat, aber dass eine Zusammenarbeit bestand, darüber besteht kein Zweifel. Denn Mussolini wurde 1929 in den Lateranverträgen mit dem Papsttum als italienischer Kaiser anerkannt. Er hat sich selbst als der Kaiser des Römischen Reiches erklärt. Es ging sogar so weit, dass viele Römer oder Italiener den Mussolini als Gott verehrten, wie ich letztlich noch in einer Zeitung oder einem Artikel der PM gelesen habe. Und das geht zurück auf den Zeitpunkt, als damals die alten Römer die Cäsaren als Götter verehrten. Sie wissen ja vielleicht, dass viele der Cäsaren von sich vorgaben, Götter zu sein. Alexander nebenbei hat das auch von sich behauptet. Und so hat der Mussolini sich auch als Gott verehren lassen. Aber als Gegenleistung, dass er jetzt anerkannt wurde von dem Papsttum als italienischer Kaiser, hat er den Vatikanstaat etabliert. Und er hat auch den Katholizismus als die einzige offizielle Religion Italiens erklärt, was sie nach wie vor heute ist. Und Hitler hat später im Jahr 1933 ein Konkordat mit dem Papsttum abgeschlossen, wie wir alle wissen, und hat natürlich dadurch auch der Welt zeigen können, dass er jetzt als deutscher Herrscher etabliert war. Und natürlich hat das Papsttum dadurch auch Vergünstigungen in Deutschland erhalten und in dem Herrschaftsbereich Hitlers. Nun, der Hitler hat auch sehr viele römische Praktiken eingeführt. Der berühmte Hitlergruß geht ja zurück auf den Gruß der Römer den Cäsaren gegenüber. Sie erinnern sich vielleicht an die Gladiatoren, die in den Arenas den wilden Tieren zugeworfen wurden oder die untereinander kämpfen mussten. Die gingen ja zu dem Cäsar hin, zu dem römischen Kaiser, und haben die Hand quasi als Hitlergruß erhoben. Das war der Gruß den Cäsaren gegenüber und haben dann die berühmten Worte gesprochen, Ave Cäsar, morituriti saluta, mit anderen Worten, wir, die wir dem Tode geweiht sind, Cäsar, wir grüßen dich. Das hat Hitler ganz klar übernommen. Die wussten, was sie wiedererweckten. Hitler hat ja auch von einem tausendjährigen Reich gesprochen, eine deutliche Anlehnung an das Millennium der Bibel. Der wollte das tausendjährige Reich errichten. Nun, Mussolini besiegte im Jahre 1935 Äthiopien und verleibte es Italien ein. Vorher waren Eritrea, Libyen und italienisch-Somaliland hinzugekommen. Später wurde er dann noch der Herrscher über Albanien. Das Ganze wurde dann zum wiedererstandenen Römischen Reich proklamiert. Und achten Sie darauf, der König Emanuel III. Erhielt zunächst einmal den Kaisertitel. Aber dann hat natürlich der Mussolini den übernommen. Und darauf verbündete sich Mussolini und Hitler. Und diese Allianz war das unbedeutende, kurze, schwache 9. Horn. Die Bibel sagt sogar später, dass dieses 9. Horn da war und nicht da war. Es war unbedeutend im Vergleich zu den anderen, aber es war gleichwohl das 9. Horn. Und das endete natürlich dann mit Ende des Zweiten Weltkrieges. So sehen wir also dann, dass noch eine weitere Wiederauferstehung uns bevorsteht.
die letzte Wiederauferstehung des Römischen Reiches. Und diese Wiederauferstehung findet zurzeit statt in Europa. Denken Sie daran, dass ich am Anfang der Predigt die Frage gestellt habe, was hat die Wieder- oder sagen wir mal die Zusammenfassung, die Einigung Europas für eine Bedeutung? Und wie ist das biblisch zu verstehen? Die Bibel sagt uns, dass letztendlich Europa von 10 Königreichen oder Königen oder Staaten, Bünden oder Staaten beherrscht werden wird. Wir lesen dies in Offenbarung Kapitel 17. Nun, hier wird nämlich von einem weiteren Tier gesprochen. Das hat auch 7 Köpfe, 10 Hörner. Ist ein bisschen anders als das in Offenbarung 13. Da will ich nicht heute wegen Zeitgründen darauf eingehen, aber ich werde noch davon sprechen. Denn dieses Tier wird von einer Frau geritten. Und darauf sind wir noch gar nicht so richtig eingegangen. Aber ich möchte nur erwähnen, dass dieses Tier 10 Hörner hat. Aber diese Hörner in Offenbarung 17, die sind gleichzeitig am Wirken. Also nicht nacheinander wie in Offenbarung 13 oder in Daniel 7, sondern gleichzeitig zum Zeitpunkt der Endzeit, kurz vor der Wiederkunft Christi. Wir lesen diesen Offenbarung Kapitel 17, angefangen in Vers 12. Und wenn wir zurückgehen auf das Standbild, das ja Nebukadnezar in seinem Traum gesehen hat, dann erinnern wir uns an die 10 Zehen. Diese 10 Zehen, dieses Standbildes, auf das der Stein fiel und es zermalmte, das sind die 10 Hörner aus Offenbarung Kapitel 17. Die sind identisch, das sind 10 Könige oder Staatenbünde oder Staaten. Und die, wie wir sehen werden, von dem wiederkehrenden Jesus Christus zerstört werden werden. Offenbarung 17 und Vers 12. Da heißt es, und die 10 Hörner, die du gesehen hast, das sind 10 Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben. Mit anderen Worten, das sind keine nacheinander folgenden Könige, es sind 10 Könige oder Staatenbünde, die haben im Zeitpunkt, als Johannes diese Vision sah, die Herrschaft noch nicht erlangt, weil das erst viel später kommen würde. Aber wie Könige, heißt es, werden sie für eine Stunde Macht empfangen, zusammen mit dem Tier, also gemeinsam. Nun, das Tier kann sich auf das Römische Reich beziehen. Es kann sich aber auch auf den Vertreter des Römischen Reiches beziehen, wie zum Beispiel ja das Babylonische Reich identisch war mit dem ersten König, dem mächtigsten König von Babylon, nämlich Nebukadnezar. Und wir hatten auch gesehen, dass Alexander der Große identifiziert wurde mit dem Mazedonischen Reich. Und so kann hier im Buch der Offenbarung das Wort Tier sich auf den letzten Vertreter des Römischen Reiches beziehen, auf einen militärisch, wirtschaftlich, politischen Führer, wie auch auf das gesamte Römische Reich als Struktur. Und hier in diesem Falle behandelt es in der Tat einen militärischen Führer. Und diese 10 Könige, wie es heißt, diese 10 Staatenbünde oder Staaten, die geben ihre Macht, ihre Autorität, ihre Herrschaft dem Tier. Es heißt nämlich in Vers 13, diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Also die sind alle zusammen vorhanden. Diese 10 Könige, diese 10 Hörner, diese 10 Zehen. Und die werden ihre Macht dem Tier, dem Herrscher, dem letzten Herrscher des wiedererstandenen Rom, des Vereinigten Europas, geben. Nun, wer dieses Tier ist, ist Grundlage vieler Spekulationen. Könnte es sein, dass es vielleicht ein zukünftiger Herrscher ist, der aus dem Vereinigten Europa entstehen wird, vielleicht ein Präsident des Vereinigten Europa, vielleicht sogar ein Verteidigungsminister des Vereinigten Europa. Die Bibel deutet sogar auch darauf hin, dass es vielleicht jemand kommen wird oder sein wird, dem die Herrschaft eigentlich nicht zugedacht war, der aber durch Intrige sich die Herrschaft dann erwirbt. Die Zukunft wird zeigen, wer es sich, um was es sich bei diesem Tier, diesem letzten Herrscher, diesem letzten Führer der Europäischen Union dreht. Aber zurückgehend auf die 10 Könige, zurückgehend auf die letzte Auferweckung des Römischen Reiches. Es handelt sich hier klar um einen europäischen Staatenbund, denn geschichtlich gesehen hat es das noch nie gegeben, dass es nun auf einmal 10 Könige oder 10 Staaten oder 10 Staatenbünde sein würden, die herrschen würden zusammen mit diesem Herrscher und dann letztlich sogar ihre Autorität, ihre Macht an diesen letzten Repräsentanten weitergeben würden. Nun, diese Wiederbelebung begann im Jahre 1957.
durch die Schaffung der Europäischen Währungsgemeinschaft im sogenannten Vertrag zu Rom. Ist das nicht bedeutsam, dass es wiederum Rom war, dass sie eine kritische Rolle gespielt hat, dass mit anderen Worten die letzte Wiederbelebung der vereinigten europäischen Macht darstellt oder ins Rollen gebracht hat. In einem kürzlich erschienenen Artikel in Newsweek wird der damalige belgische Außenminister anlässlich jener Vertragsschließung von Rom im Jahre 1957 wie folgt zitiert. Er sagt: Glauben Sie, dass wir den ersten Stein für ein neues römisches Reich gelegt haben? Die waren sich schon in gewisser Weise klar, dass die Vereinigung Europas, die ja Ziel dieser ganzen Entwicklung war, eine Wiederbelebung war des alten römischen Reiches. Denn die Zukunft wird in der Tat zeigen, dass dies der Fall war. Der ursprüngliche Vertrag von Rom, der im Jahre 1957 geschlossen wurde, stellt die Geburt der letzten Vereinigung oder Restaurierung des römischen Reiches dar. Der Stern schrieb, dass dieser römische Vertrag, und ich zitiere, den Beginn oder den Anfang der Erfolgsgeschichte Europas darstellte. Aber schauen Sie, der Traum eines vereinigten Europas ist gar nicht so neu. Nach dem Stern, einem Artikel vom März 25 im Jahre 2004, war zum Beispiel Voltaire bereits jemand, der im Jahre 1776 gesagt hat, dass Europa eine große Republik werden solle. Kurz danach war es Immanuel Kant, der von einem europäischen Haus gesprochen hat. Im Jahre 1849 war es Victor Hugo, der den Ausdruck geprägt hat, die Vereinigten Staaten von Europa. Ein Ausdruck, den nachher der Churchill, Winston Churchill, in einer Rede von 1943 gebraucht hat. Aber die Dinge kamen erst so richtig ins Rollen, als der Euro eingeführt wurde. Business Week schrieb am 4. Mai 1998, der Euro wird Europa in eine Supermacht verwandeln. Schauen Sie, als der Euro damals eingeführt wurde, da haben viele Spötter gesagt, ach, das wird nie was. Das ist eine vorübergehende, blödsinnige Idee. Der Euro, der wird also sich nicht lange halten, der wird wieder abgeschafft werden. Wir haben damals einen Artikel veröffentlicht, im Jahr 1998, wo wir gesagt haben, dass der Euro die größte, stärkste wirtschaftliche Macht der Welt oder Währung der Welt werden würde. Was er in der Tat heute in praktischer Hinsicht bereits ist. Denn der Dollar ist nach wie vor am Sinken und es werden weiter und mehr Überlegungen angestellt, den Dollar durch den Euro zu ersetzen. Wieso konnten wir das wissen? Nicht, weil wir so klug waren, sondern weil wir wussten, was die Bibel über das Vereinigte Europa in der Zukunft uns sagt. Dass es eine sehr große, wirtschaftlich starke Macht werden wird. Der Stern schrieb am 1. Mai 2004, dass das große Europa zu einer Weltmacht geworden ist und werden wird. Wirtschaftlich, kulturell und vielleicht sogar militärisch. Und der EU Observer, der schrieb am 16. Juli 2008, dass im Jahre 2005 die USA durch die EU als größte Wirtschaftsmacht abgelöst worden ist. Und dann schrieben sie eine sehr interessante Aussage. Und ich zitiere: Viele Amerikaner erkennen plötzlich, dass sie es mit einem neuen Tier zu tun haben, der EU. Interessant, dass hier der Ausdruck Tier gebraucht wird, wenn wir an Offenbarung Kapitel 13 und auch 17 denken. Aber wie gesagt, die Bibel sagt, dass letztendlich dieses Tier von 10 Königen, von 10 Nationen, von 10 Staaten oder Staatenkomplexen, Staatenbünden beherrscht werden wird. Andeutend, dass wir es gleichwohl noch mit einer weiteren Entwicklung zu tun haben, und zwar mit der Entwicklung eines Kern
Europas, mit der Entwicklung eines Europas von zwei Geschwindigkeiten. Wir haben jetzt mittlerweile 27 Mitgliedstaaten und alle wissen, auch wenn der Lissabon-Vertrag angenommen wird, dass man Europa auf die Weise nicht regieren kann. Und so wird mehr und mehr davon gesprochen, dass es tatsächlich einen Kern geben muss, der Europa dann vorantreiben wird, dass mit anderen Worten Europa zunächst einmal mit zwei Geschwindigkeiten vorangehen soll. Und mehr wird davon gesprochen, dass natürlich Deutschland und Frankreich der Motor sein sollen, der Europa vereinigt. Aber wussten Sie, dass es ein Kerneuropa heute praktisch gesehen bereits schon gibt? Denken Sie an die Eurozone, wo zum Beispiel die Finanzminister aller der Länder, die den Euro angenommen haben, sich zunächst einmal treffen, wirtschaftliche Entscheidungen treffen. Und nachdem sie dann eine Einigung erzielt haben, dann wird es dem Europäischen Parlament vorgelegt, damit die das halt ratifizieren. Dann denken Sie an das Schengen-Arrangement. Mit anderen Worten, die Tatsache, dass hier die Länder, die zu dem Schengen-Vertrag gehören, die Bevölkerung, die können also frei Handel betreiben und natürlich auch frei und ohne Pässe und so weiter von einem Land in das andere reisen. Und dann denken Sie auch vielleicht an die Westeuropäische Union, von der hört man nicht mehr so viel, aber die Westeuropäische Union ist ein Vertrag von 10 Mitgliedstaaten untereinander, die der Verteidigung dient. Es ist ein Nicht-Angriffspakt sozusagen, mit anderen Worten, wenn eins der Länder angegriffen werden würde, müssen alle anderen Länder zu Hilfe kommen. Und natürlich auch dann in militärischer Hinsicht zu Hilfe kommen. Nun, solche Nicht-Angriffspakte, die haben historisch gesehen sehr viel Leid herbeigerufen. Denken Sie an den Nicht-Angriffspakt zwischen Hitler und Stalin. Denken Sie an den Nicht-Angriffspakt, der damals zwischen Österreich und Deutschland bestand und Preußen und der dann zum Ersten Weltkrieg geführt hat, als Österreich in den Krieg einzog und aufgrund dieses Paktes Deutschland dann mit in den Krieg zog. Ich möchte kurz hier zu Abschluss der Predigt einen Artikel vorlesen, der in der Deutschen Welle erschienen ist, und zwar im Jahre 2007. Der hat aber nach wie vor aktuelle Bedeutung. Der Artikel ist überschrieben, zwei Geschwindigkeiten für Europa. Und da heißt es hier, nach dem EU-Gipfel wird der Ruf nach einem Kerneuropa lauter, in dem Länder kooperieren können, ohne von anderen blockiert zu werden. In einigen Politikfeldern ist ein Europa der zwei Geschwindigkeiten längst Realität. Und lassen Sie mich kurz einflechten, dass laut Bibel aller Wahrscheinlichkeit nach England nicht Teil, zumindest des Kerneuropas, sein wird. Die haben auch nach wie vor den Euro nicht angenommen und es ist auch nicht zu erwarten, dass sie es tun werden. Es gibt ja zurzeit auch große Diskussionen, ob zum Beispiel der Tony Blair jetzt der Präsident eines Vereinigten Europas sein würde. Und mehr wird jetzt gesagt, dass es nicht werden sollte, weil eben England nicht Teil der Eurozone ist. Wir werden sehen, was sich daraus entwickelt. Hier jetzt weiter zu dem Artikel der Deutschen Welle. Der damalige italienische Ministerpräsident Romano Prodi sprach das laut aus, was viele seiner Kollegen denken, aber aus diplomatischen Gründen nicht thematisieren wollen. Denn schließlich soll die EU nach außen hin ja eine Einheit sein, die gemeinsam vorangeht. Europa brauche zwei Geschwindigkeiten und müsse sich teilen, machte Prodi hingegen deutlich. Staaten, die mehr wollen, müssten ungehindert voranschreiten können. Kurz darauf stieß Luxemburgs Premier Juncker ins gleiche Horn. Prodis Vorstoß beschrieb die Situation auf dem Gipfel. In der EU sind die Interessensunterschiede zu massiv, um Großprojekte auf den Weg zu bringen. Denken wir auch an sogar die 10 Staaten, die 10 Zehen, die im Buch Daniel beschrieben werden. Die sind teilweise stark, aber teilweise schwach. Die werden sich untereinander durch Heiraten verbinden, wie das in Europa ja immer geschehen ist, aber die werden militärisch stark sein, aber doch ihre eigenen Interessen noch weiterhin haben. Und so wird dies ein Reich sein, das teils stark ist und teils schwach, genau wie wir dies auch voraussehen können bezüglich der Europäischen Vereinigung. Und das ist auch der Grund, warum es zu einer Krisensituation kommen wird, die dann dazu führt, dass diese 10 europäischen Staaten oder Staatenbünde ihre Macht und ihre Autorität dem Tier geben würden, diesem letzten Herrscher, der dann autokrate Macht haben wird. Achten Sie darauf, dies wird kommen, laut Bibel. Kehren wir zu dem Artikel der Deutschen Welle zurück. Da heißt es dann, in einigen Politikfeldern der EU sind unterschiedliche Geschwindigkeiten längst Realität. Denn immer wieder bleiben Staaten stehen, wenn andere vorangehen.
Großbritannien unterschrieb das Sozialprotokoll 1993 nicht, das Arbeitnehmerrechte in der EU festschrieb. Freiwillig blieben London, Stockholm und Kopenhagen dem Euro fern. Und dem Schengen-Raum, der freies Reisen erlaubt, traten zunächst nicht alle Staaten bei. Und wie ich sagte, es gibt dann auch noch diese anderen Vereinigungen, die lediglich Vereinigungen innerhalb der Europäischen Vereinigung darstellen. Wir können auch davon ausgehen, dass Europa über kurz oder lang eine gemeinsame Armee auf die Beine stellen wird. Diskussionen hierüber gibt es schon lange. Der französische Präsident Nicolas Sarkozy hat letztlich gesagt, dass selbst wenn es zu der Ratifizierung des Lissabon-Vertrags kommt, und er geht davon aus, dass dazu kommt, dann Europa sich dadurch zusammenfinden muss, dass sie eine europäische Armee aufstellen werden. Und auch Angela Merkel hat im März 2007 noch gesagt, und das hat die Times damals berichtet, dass eine gemeinsame europäische Armee dazu beitragen wird, Europa zu vereinigen. Wir sehen hier, dass es zu einer letzten Auferweckung des Römischen Reiches kommen wird, und zwar in nicht allzu ferner Zukunft. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass diese Wiedervereinigung, diese letzte gemeinsame Vereinigung Europas, schnell stattfinden wird. Wir sehen aber auch etwas anderes. Und wir werden feststellen, dass diese letzte Wiederauferstehung des Römischen Reiches eine Fortsetzung und auch eine Wiederholung von Geschehnissen sein wird, die bereits während der vorangegangenen Wiederauferstehungen, inklusive der 9. Wiederauferstehung unter Mussolini und Hitler, geschehen werden. Schauen Sie, Mussolini, der drang in den Nahen Osten vor. Aber er gelangte nicht bis nach Judäa, obwohl er dies beabsichtigte. Jesus Christus sagt uns in der Ölbergprophezeiung und im Buch Daniel im 11. und 12. Kapitel wird auch davon gesprochen, dass der letzte Herrscher des wiederbelebten Römischen Reiches seine Armeen nach Jerusalem, ins gelobte Land, schicken wird. Christus sagt sogar, wenn ihr Jerusalem belagert sehen werdet von Armeen, dann wisst ihr, dass seine Zerstörung nahe herbeigekommen ist. Aber sagt dann auch in der gleichen Prophezeiung, dass es zu dem Zeitpunkt dann sein wird, wenn er zurückkommen wird auf diese Erde. Der Stein, der die zehn letzten Könige dieses Standbildes zertrümmern wird. Warum? Weil wir auch im Buch der Offenbarung lesen, dass diese zehn Könige zusammen mit dem Tier gegen Christus kämpfen werden. Warum? Auch wiederum Grundlage von Spekulation. Die Bibel sagt, es wird geschehen. Und es wird zu einem Kampf kommen, der natürlich sehr kurz sein wird, denn Christus wird den Kampf schnell zu seinen Gunsten beenden. Darüber lesen Sie auch im 14. Kapitel des Buches Sacharja. Hitler drang gegen Russland vor, wie wir alle wissen. Doch sein drittes Reich erlebte später einen Vergeltungsschlag seitens der Russen. Das Buch der Offenbarung zeigt uns in anderen Stellen, dass etwas Ähnliches geschehen wird. Das Vereinigte Europa wird wiederum in einen Krieg eintreten gegen eine asiatische Macht, eine Zusammenfassung von asiatischen Mächten wie China, Indien, Japan und auch Russland. Und es heißt, dass sie Gerüchte hören werden, und dass sie dann in großen Zorn ausziehen werden gegen diese asiatische Macht und dass es dann zu einem Vergeltungsschlag kommen wird von seitens dieser asiatischen Macht. Auch das sind Dinge, auf die wir achten können, die bereits jetzt schon am Wirken sind. Denn man kann davon ausgehen, man liest immer mehr davon, dass sich verschiedene asiatische Länder mehr und mehr auf sich selbst konzentrieren, ein bisschen besorgniserregend auf Europa blicken, und sich natürlich auch immer mehr von den USA abkapseln. Schreckliche Zeiten stehen bevor. Christus sagt, wenn alles dies geschieht, das wird eine so große Trübsal sein, die noch nie gewesen ist, seit es überhaupt Menschen auf Erden gibt und die nie wieder existieren wird. Aber sie wird kommen. Sie wird kommen und Christus sagt, und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, dann würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt werden, sagt Christus, und er wird zurückkommen. Gott der Vater wird ihn zurücksenden, um diese Tage zu verkürzen, um diese Reiche, über die wir heute
gelesen haben und die letzte Auferstehung des Römischen Reiches zu beenden. Und dann wird die Herrschaft nicht mehr an Menschen gegeben werden, die unfähig sind, die die gesamte Geschichte hindurch bewiesen haben, wie unfähig sie sind, sich selbst zu regieren, andere zu regieren, Frieden zu schaffen. Sondern das Reich Gottes wird dann auf Erden errichtet werden, ein Reich des Friedens, ein Reich des Wohlstandes, ein Reich der Gesundheit, wo es solche Probleme, die wir heute haben, es nicht mehr geben wird. Und es heißt dann auch, wie wir gelesen haben, dass dann die Heiligen, die Auserwählten, potenziell gesehen Sie und ich, teilhaben werden an der Herrschaft Jesu Christi über diese Welt. Eine wunderbare Welt wird kommen, eine wunderbare Zeit steht uns bevor. Zunächst einmal eine schreckliche Zeit, die aber kommen muss, um die Prophezeiungen der Bibel dann zu ihrem glücklichen Ende zu führen. Ich bedanke mich für heute für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.